um in die Fotogrammetrie einzusteigen, galt es Erfahrung zu sammeln. Wie schnell kann ich ein Objekt erfassen? Ist eine brauchbare App am Markt? Und welchen Hintergrund wähle ich sinnvollerweise? Basierend auf diesen Erfahrungen wurde die Erfassung in Halle-Saale gestartet. Hierzu wurde ein Objekt mit einem besonders hohen identitätsstiftenden Faktor für die Bevölkerung gewählt, der Händel. Die Aufnahmen erfolgten mit einer hochauflösenden 360-Grad-Kamera. Durch den Einsatz eines 3,5 Meter langen Invisible Selfie Sticks konnte auf den Einsatz einer Drohne verzichtet werden. Letztere wäre auch rechtlich problematisch gewesen. Auch in Naumburg wurden nach denselben Kriterien Kulturobjekte ausgewählt. Neben Objekte mit hohem regionalem identitätsstiftenden Faktor, wie beispielsweise der Wenzelsfigur auf dem Marktplatz in Naumburg, wurde natürlich auch im Naumburger Dom erfasst. Hierbei wurden gleich zwei Stifterfiguren gescannt, unter anderem die Uta. Durch den Teleskopstick und den Bildstabilisator konnten schnelle, sichere und qualitativ hochwertige Ergebnisse erzielt werden. Lust auf angeleitete Erfassung deiner ganz persönlichen Objekte? Dann melde dich bei uns für einen Kurs an.